Und jetzt zum Überraschungsgast des heutigen Abends, der ja gar nicht so überraschend ist, weil ihn schon viele entdeckt haben und die meisten ihn kennen. Und er im Endeffekt einer der Initialzünder dieser Bewegung Freeman, OPPT, neue Wege gehen, Montagsinfo ist. Ich bitte Joe Kreisel an die Mikrofonmaschine. Freeman Joe Kreisel, servus. Grüß euch. Wir machen das jetzt kurz und schmerzlos, weil es eh schon so spät ist. Aber zum Thema Bildung, ich muss nicht immer über Freiheit reden. Wir werden über die Bildung auch zur Freiheit kommen, thematisch. Ich möchte mit einem Witz anfangen, weil ich so ernst reinschaut. Also der Franzi wacht auf, nein, wacht nicht auf, die Mutter von Franzi kommt ins Zimmer in der Früh. Und macht halt irgendwie, Franzi wach auf, es ist Zeit für den Entschuldigung, und macht das Fenster auf, dass Frischluft einer kommt. Dings, der Franzi dreht sich um und will nicht aufstehen. Und die Mutter sagt, Franzi, du musst in die Schule gehen. Und der Franzi sagt, nein, Mama, ich mag nicht in die Schule gehen. Sagt er, du musst in die Schule gehen, alle gehen in die Schule. Aber die sind immer so gemein zu mir. Die nennen mir alle möglichen Sachen, beleidigen mich, lachen über mich. Ich mag nicht in die Schule. Und die Mutter sagt, Franzi, du musst in die Schule gehen, du bist der Direktor. Von wegen Bildung. Lass mich kurz auswählen, weil wenn wir über Bildung reden, ist ja die Frage, was ist Bildung eigentlich? Wir haben es vorher schon gehört, Bild, das ist ein Bild. Und das wird irgendwie verwirklicht. So wie bei Heizung, sie heizen verwirklicht. Oder bei Lenkung, verwirklicht sie Lenken. Oder Bewegung. Man könnte sagen, Bildung, das ist so, wenn man Rechnungen düngen will, auf Englisch und Deutsch, dann ist das der Dung für Rechnungen. Bildung. So hört sie sich zumindest an. Würde man beide Sprachen miteinander vermischen, wäre das auch möglich. Und es gibt ein paar Geheimnisse in der Sprache, die möchte ich deswegen erläutern, weil wir brauchen nicht über Bildung von Kindern reden. Das ist nebensächlich. Wir sollten über unsere Bildung sprechen. Über das Bild, was wir in uns verankert haben, von dem, was da draußen ist, was die Welt so ist und wie die tut. Wir haben keine Ahnung. Und wir versuchen die Kinder da artgerecht und modular so auszubilden, dass sie nachher in das Bild einpassen. Und jetzt möchte ich ausholen, kurz. Ich bin ja nebenberuflich Sprachforscher und bin auf ein interessantes Geheimnis draufgekommen in unserer Sprache, das man uns oder mir in der Schule nie erzählt hat. Nämlich, dass es ist sowieso alles nur Klang, das einmal vorweg, es ist nur Klang. Das bitte immer die Schrift ausklammern. Ich rede niemals von Schrift, sondern nur von dem, was wir hören. Wir schreiben das auf die lustigsten Varianten, aber es geht nur um den Klang. Und es gibt einen Unterschied zwischen Sein und Schein im Klang. Und der Unterschied im Klang ist auch schon die Bedeutung in dem, was ist. Nämlich Sein, das ist echt, und Schein, das tut nur so. Das ist einfach nicht echt. Das ist Schein. Das passiert in unserem Kopf. Beteiligt ist dabei eine gewisse Farbe, die man, wenn man Klangkünstler, Sprachkünstler ist, weil jeder, der sprechen kann, ist Sprachkünstler, die man da einmischt. Es ist jetzt, das darf jetzt alles nur verkomplizieren, wenn ich das auch noch erklären versuche. Ja, wirklich. Machen wir es kurz. Sein oder Schein? Das ist hier die Frage. Das hat der Shakespeare schon gesagt. Sein oder nicht sein? Sein oder Schein? Dasselbe Phänomen haben wir bei Mensch. Mensch, der Klang ist eindeutig genau dasselbe wie Sch bei Sein, nämlich nur die Möglichkeit vom S. Also kommt Mensch eigentlich vom Mens. Der lebendige Geist, Mens. Und wenn er sich selber benennt, klingt es Mensch. Schule, genau dasselbe. Schule kommt also von Sule. Das, was die Schweine tun. Sule. Aber wir können immer sagen, auf geistigem Niveau. Sein wird auf geistigem Niveau zu Schein. Der Mensch, der lebendige Geist, wird auf geistigem Niveau zu Mensch. Sule, Dreck,
wird auf geistigem Niveau zum Klang Schule. Und das ist jetzt nicht schlecht oder gut, es ist nur die Frage, womit suhle ich mich geistig? Und jetzt merkt man beim nächsten Beispiel, dass die Sprachen alle miteinander verbandelt sind. Das sind nur andere Techniken, wie man was ausspricht. Nämlich, das englische Wort für Kraft, Anstrengung wäre Force. Force. Der Konjunktiv davon ist die deutsche Bezeichnung für das, wenn man was wissen will. Aber geistige Anstrengung, forschen. Oder Strength auf Englisch. Strength, das hat auch was mit Kraft und Anstrengung zu tun. Strength, Stärke. Und das heißt bei uns streng. Das ist nichts anderes wie streng, streng. Und auf einmal bist du in einer anderen Sprache, einer anderen Bedeutung. Das hebelt nur absolut relativ sein oder schein. Das ist das, was uns in der Sprache komplett ablenkt von dem, was rauskommt, wenn wir das aussprechen. Gesellschaft. Das ist genau dasselbe. Schafft. Das müsste eigentlich Gesellsaft heißen. Saft. Da kommt es her. Saftladen. Aber man darf das nicht zu wörtlich nehmen, weil sonst klingt es so unnachvollziehbar. Saft. Was ist Saft? Saft, das kommt raus, wenn ich alles, was ich habe, zusammentue, mische und auspresse und die komplett vermischte Essenz von dem, was vorher war, das ist Saft. Wenn ich alles vermische, alles in ein Ding rein und vermische, Saft kommt raus. Und auf geistigem Niveau heißt es dann Schaft. Gesellschaft, Freundschaft, Herrschaft, Gemeinschaft, Belegschaft, Mutterschaft. Lauter Schaften. Und würde ich das jetzt nur einmal in den Konjunktiv aufheben, ein zweites Mal, also vom Saft zum Schaft, dann gibt es einen nächsten Konjunktiv, der heißt dann Schäft mit Ei. Zum Beispiel Beschäftigung. Das ist da, wo ich erst einen Schaft habe, eine Gesellschaft, und dann komme ich unter Beschäftigen und habe ihn in irgendeinen Schaft eingeschmissen. Oder ich identifiziere mich mit einer Schaft und bin beschäftigt. Oder ich mache Geschäfte. Wir schreiben diesen Konjunktiv hinter dem Vokal mit einem E. Also zum Beispiel A hoch E ist dieser Konjunktiv vom A. Die Tat wird zum Täter. Oder der Mann wird männlich. Da ist er nur absolut und drüben ist er relativ. A wird zu E. A hoch E ist E. Konjunktiv. Möglichkeit. Nur im Hirn. Geistiges Niveau. O wird zu Ö. O hoch E ist Ö. U hoch E ist Ü. E hoch E. Passiert nicht viel. Und I hoch E ist ein langes I. Okay. Geschäft. Beschäftigen. Gesellschaft. Mutterschaft. Alle diese Worte, die wir unseren Kindern beibringen, wir haben keine Ahnung, was die eigentlich wirklich bedeuten. Und deswegen mein Appell an die Erwachsenen, da wir nicht über die Bildung von den Kindern reden, sondern schauen wir, dass wir selber mal einen Location-Check machen. Wo sind wir eigentlich? Alle Lebewesen da draußen leben ihr wesentliches Leben von der ersten Sekunde an. Uns hat man eingeredet, dass die Biene Meier in die Schule gegangen ist. Aber es gibt keine Schulen für Insekten, auch nicht für Vögel. Vögel sind auch nicht zu blöd zum Fliegen, kein einziger. Die brauchen das nicht lernen, die kennen das einfach. Was wäre das ein Menschen, wenn man ihn nicht in die Schule schickt? Wo lernen das die anderen? Bei der Mama, beim Papa, bei den Nachbarn, bei den Freunden, fertig. Keine Module, keine gesellschaftstauglichen, Berufe, sondern wesentliche Selbstfindung. Das war so das, was uns aus der Gesellschaft in die Meisterschaft umbringt. Aber nur mal, es sind nicht die Kinder,
Es sind nicht die Kinder, es sind die Erwachsenen, die zuerst einmal schauen müssen, was ist eigentlich unter meine Füße los, wo stehe ich, und dann kann ich, meine Kinder gehen überall nach. Wir sind Vorbilder für unsere Jungen. Wir müssen selber finden, wo wir sind, und dann können wir da hingehen. Daher der Appell, selber alles hinterfragen. Alles hinterfragen, was man nur erfindet und was man nur liest und was man nur hört. Es ist quasi nichts so, wie es euch gesagt worden ist, das ist. Nichts. Ja, also da, wo man früher gesagt hat, schau nicht in die Sonne, du wirst blind, sag ich halt, bitte schaut in die Sonne, ihr fangt zum Sehen an. Nicht einmal, du wirst nicht blind, sondern es kommen, da kommen einfach neue Gedanken. So krass ist das. Es sind 180 Grad. Und dazwischen muss man sagen, übt den Kopfstand und solche Sachen einfach, dass alles anders ist. Anders hinschauen. Ja, was haben wir für Zwischenzeit? Soll nicht zu lang dauern. 22.03 Uhr. Ist das nicht ein schönes Ende? Genau. Ja, willkommen in der Freiheit, liebe Leute. Es ist, wir brauchen uns nicht mehr beschäftigen mit irgendwelchen Sachen, die uns versklavt haben oder ausgebeutet haben. Das war früher. Früher im alten System, früher in Österreich. Da machen wir nicht mehr mit. Wir sind nicht mehr Österreich. Österreich, das ist ein Konzept im Kopf gewesen von uns früher, so wie ich auch noch gelernt in der Schule. Jeder von euch hat Österreich gelernt. Wir haben nicht nur 2 plus 2 gelernt, wir haben auch Österreich gelernt und die EU und die Welt und Autobahn und alle diese Sachen. Das können wir vergessen, weil es hat alles nicht gestimmt. Es ist einfach nicht wahr gewesen. Wahr ist Erlösterreich. Ja. Erlösterreich. Ich bin der erste Repräsentant von Erlösterreich, aber ich lade euch alle ein, es geht rund um die ganzen Planeten. Und es gibt keine Grenzen und jeder kann dabei sein. Es gibt keine Regeln, außer, dass wir nimmer beim alten System mitmachen. Wir kümmern uns nur mehr um das, was dem anderen hilft, was mir hilft, was keinem weh tut, wo wir keinen Mangel haben, sondern uns gegenseitig bereichern. Um das geht's. Und da spielt die Bildung und alle diese Steuern und die Plätze, spielt keine Rolle mehr. Das hält uns nur auf. Ja, in diesem Sinne möchte ich das dankend beenden. Isabella, danke für die Einladung. Und danke, dass ihr da seid, alle. Ich finde es super. Und kommt wieder und nehmt Freund mit, erzählt es weiter. Und in einem halben Jahr brauchen wir uns vielleicht gar nicht mehr treffen. Nicht, es ist nichts mit euch zu tun persönlich. Genau, wir konnten alle wieder das tun, wofür wir eigentlich da sind. Keiner von uns ist dafür da, dass er tut, was er gerade tut. Das ist, kann nur eine Zwischenlösung sein, was wir gerade machen. Davon reden. Ja, danke. Danke. Danke, Jörg Reisel.